So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to keine Ahnung, ob das was Gutes ist oder was nicht. Was? Oh. Wie da einfach Erde durchgeht. Hätten sie ja ruhig noch einen Block mit. Hier so einen Block darunter packen können. Warum ist Kleber in einem Putzwagen? Ach, soll eine Autowerkstatt sein? Warum ist das Auto unter den... Was zur Hölle? Noch so eine Idee, sag mal. So. Einmal schön vaginal zusammengefaltet. Passt. So. Nö. Obwohl. Mal gucken. Haben die mehr als... Achso, wir haben bereits den Dreier. Hä? Nee. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, okay. Hat auf jeden Fall noch nicht an. Oh! Ein Rad! So, einer müsste dann irgendwo rumdunkeln. Ich gehe mal hier oben hoch. Weil ich einen besseren Überblick habe. Achso, die haben von draußen ging. Gut, hier ist alles verschlossen. Die Tasche müsste hier irgendwo sein. Ach, da ist ja. Dann brauche ich die Wagen auseinander. Ich meine, noch habe ich hier unten Ruhe. Ich kümmere mich aber erstmal um die Dinger hier. Ah. Okay, sind die Autos doch interessanter. Muss repariert werden. Was? Okay, zu viel Action. Das ist wieder wahre Horror von dem Horror-Game. Das ist ja wahr. Das wahre Horror ist die Horror, ist die Physik-Engine. So, gibt es hier irgendwie einen Ausgang? Nö, ne? Nö, gut, dann gehen wir mal zum Dach. Hey. Hey, ey. Das Blöde ist immer, wenn du gerade ein Werkzeug benutzt und das Werkzeug wechseln möchtest, dann musst du mal kurz aufhören, das Werkzeug zu benutzen, weil solange du das Werkzeug benutzt, wechselt er es nicht. Und, ja. Was drauf, was Schönes, irgendwas Spannendes. Ah, da hinten.
Gut. Muss repariert werden. Dein Ernst? Oh! Ach so, hört mal. Oh! Cool! So, zurück zum Händler, oder? Wo ist denn der Händler? Da. Hey, diese Alpha-Wände. Die Pedale hat Frank nicht mal berührt. Unverschämtheit. Und für so ein Spiel zahle ich 30 Euro, ja? So. Doink, doink. mit dem Rad da rumhoppelt, ey. Ich sehe doch gar nicht so hier. Man kann ja richtig rumdoink. Gibt es da so eine Haupttaste? Keine Ahnung, wie viel die überhaupt gedacht ist. Ist ja nicht so, als wenn es ein BMX wäre oder so. Also, hä? Warum mit so einem Rad rumhoppeln wollen? So wie es klingt, fällt sowieso schon fast auseinander. Warum bin ich so überladen, sag mal? Was nehmen wir denn da? 60 mal Schrotflinte klingt schon verdammt verlockend. Andererseits, das natürlich, da haben wir bisher kaum von. Andererseits verbrauchen wir die halt auch so heftig, da bringen halt 60 halt kaum was. Also von der vom Wert her macht das schon wesentlich mehr. So. Abholen, 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 abholen. Wo sind wir eigentlich? Also wir könnten zum Beispiel mal den Norden und den Osten erkundigen. So, irgendwelche Aufgaben im Norden oder im Osten? 1 Kilometer im Osten? Oder 1,3 Kilometer im Osten? Huh. Wir nehmen erstmal nur 1 Kilometer. Hey, wo bin ich hier gerade? Ich bin hier falsch abgebogen. So. Warum ist mein Inventar so voll? Na gut. Oh.
Hat ihm ein bisschen gar nicht gejuckt, dass wir den voll um mir rast haben hier. Achso, da ist ja gar nichts drin. Nevermind. So, die Kiste ist schon voll, ne? Ja. Das heißt, dann würde ich tatsächlich mal anfangen, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Was heißt, alles, was nicht stapelbar ist. Also zum Beispiel, erstmal hier, erstmal. So. Die Motoren zum Beispiel, ne? Oder hier Werkzeuge. So was. Sachen, die nicht stapelbar sind, packen wir in die andere Kiste. So. Halt. Houston. Perfekt. Okay. Das sieht doch schon mal echt ganz brauchbar aus. Aber ein paar schicke Sachen. Vor allem hier unten, ne? Also ein Lagerfeuer können wir voll ausstatten. Wobei wir brauchen auch Messbecher später für die Chemiestation, ne? Ja, der war da nicht auch irgendwie, dass sie so ein Ding. Irgendwas rote doch. Na gut, hier ist das. Ach, ja, genau. Ich wollte nämlich auch einen Messbecher. Ah. Und einen Kochtopf. Alter Schwede. Drei kocht. Och du Scheiß, die Wand dann. Kann man Kochtöpfe bauen? Kochtopf kann man bauen. Okay, gut. Das ist schon mal gut. Kochtopfpfanne? Nee, was? Achso, Kochtopfmine. Hey, diese graue Schrift kann man überhaupt nicht lesen. Ja, okay, die kann man sehr einfach bauen. Gut, gut, gut. Aber eben die Messbecher, die kann man nämlich nicht bauen. Oder? Ja, das gibt's nicht mehr in der Liste. Achso, halt. Da kommst du auf jeden Fall mit rein. Genauso wie. Nö, alles andere kann bleiben. Achso, du auch. Ich nehme aber sicherheitshalber mal doch immer mal hier so. Ein paar Mal Holz mit und ein paar Mal Stein mit, damit wir auch unsere Werkzeuge reparieren können, falls wir noch keine Steine gesammelt haben. Hallo? Steine? Was ist das? Als ob wir keine Steine mehr haben. Ach doch, da. Alter. So. Oh, du bist auch ein Werkzeug. Raus mit dir. Wie kann ich dich denn übersehen haben? Noch einmal überprüfen, wobei es auch eigentlich völlig egal ist. Einer mit dir. Hä? Ich dachte, die kommen nur alle 4 Tage. Müsste der denn nicht erst wieder am Freitag kommen? Also, Freitag, was laber ich? Also, morgen kommen? Wie komme ich jetzt auf Freitag? Interessant. Ist der wenigstens so ungefähr in der Nähe von unserer Quest? Nee, überhaupt nicht. Unsere Quest ist da. Ich war voll in die falsche Richtung. Wo ist die Ablage? Was denn, wo hat er das denn hingeworfen? Hallo? Hä? Achso. Nicht Escape, das. Nein, ma.
Da hinten. Ja, das ist also ganze Stücke weit weg. Ich glaube, das Ding holen wir, wenn wir unsere nächste Tour machen. Nee, so ist gleich. Achso, wir haben jetzt überhaupt keine Nahrung mitgenommen, ne? Wie steht es denn um unsere Nahrung? Ja, nicht besonders gut. Könnte also ein Problem werden. Verdammt. Immer diese Drecksnahrung, Alter, dass man da immer dran denken muss. Ach doch, wir haben noch eine. Okay, wir haben bei. Nevermind. Also ein bisschen. Aber mehr haben wir aktuell sowieso nicht. Mehr müssten wir eh erstmal kochen oder braten oder dünsten. Noch ein halber Kilometer. Das sieht ja gut aus. Die Musik ist aber echt ganz schön leise, ey. Ich glaube, die ist jetzt dann noch leise, wenn du sie auf 100% drehst, ne? Weil die insgesamt halt einfach leise ist. Ja, aber eben, mehr geht halt nicht. Gut, ich könnte das Ding auf 100% drehen und dafür die Umgebungsgeräusche auf. Wobei Umgebungsgeräusche sind keine Kampfgeräusche und so, ne? Ach, Kacke. Ah, bleibt so. Irgendwie dieses Blutzeug, was keiner braucht. Ich brauche Eier. Frische, saftige Eier. Hey. Boah, Alter. Four in the Wow. Digga, was geht denn hier ab? Viel Gewinn durchgespielt, Alter. Auf Meisterlevel. Oder waren es vier? Ja, doch, waren es vier, ne? Oh, da hinten ist sogar Schneebiom. Alter, fünf in der Reihe. Alter, was geht denn hier ab, sag mal? Das Spiel ist voll am Cheaten, kann das sein? Die Cheaten. Tja, das Schneebiom müsste gleich auch mal. Problem ist halt jetzt wirklich sehr kalt. Oh, vor allen Dingen voll hell, Alter. So weiß auf einmal der Bildschirm. Ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott, wir haben das Spiel durchgespielt. Wir haben das Spiel sowas von durchgespielt. Wisst ihr, wie geil das Ding ist? Damit kannst du einfach alles direkt upgraden. Du hast einfach keine Wartezeit mehr. Alter, wie viele Eier finden wir gerade? Digga! Wir finden ja nur noch Eier. Okay, wir brauchen mehr Vogelnester. Wir haben gerade vollen Lauf, Alter. Wir müssen. Oh mein Gott, Alter, was geht denn hier ab? Warum so viele Eier? Habe ich irgendwas geskillt? Das letzte, was ich geskillt hatte, war Sexotronosaurus. Oder wie die auch immer heißt. Ah, okay. Und da ist die Glücksträhne vorbei. Gut. Brauchen wir also nicht mehr sammeln. So, dann fahren wir jetzt von hier aus direkt zum Sammelpunkt. Und dann,
Digga, einfach eine fucking Nagelpistole. Ist das geil. Das tut gut. Das tut gut. Hey. Ja, weißt du, ich dachte schon, ich muss mich beeilen, weil der Rocker da direkt neben mir ist, aber der rührt sich halt keinen Meter so. Ich schmeiß neben ihn in mein Fahrrad hin, durchsuch das Nest, steig wieder aufs Fahrrad drauf und der guckt nur so, ja, was macht denn der Typ da eigentlich? Hm, ist das hier so rechtskonform? Immer diese Biker, ich sag's euch. Ah ja, wisst ihr, jetzt ist unsere Glückssträhne echt vorbei. Jetzt finden wir keine einzigen Eier mehr. Aber das ist halt das Schöne an Wahrscheinlichkeiten. Selbst wenn es sehr unwahrscheinlich ist, 10-mal hintereinander ein Ei zu finden, ist es doch möglich. Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich. Das ist das Schöne. Ist ja auch dieses Ding der Unendlichkeit, ne? Ist Sachen, die man sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann, ne? Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe einen Textgenerator oder offiziell gibt es ja dieses Beispiel mit dem Affen zum Beispiel, wenn du einen Affen an der Schreibmaschine hast und der endlos lange tippen würde, irgendwelches random Zeug, dass er halt alle Bücher der Welt 1a abgeschrieben hat, mindestens einmal. Das ist halt, wenn man sich das mal vorstellt, wie oft du tippen musst, um allein, also wie lange du zufällig tippen musst, um alleine einen Satz rein zufällig genau 1:1 abzutippen. Und dann weiterspinnst, wie oft musst du zufällige Zeichen generieren, damit du rein zufällig eine Buchseite 1:1 kopiert hast. Ja, und dann halt ein Buch, dann halt, weiß nicht, eine Bibliothek. Und dann halt alle Bibliotheken der Welt. Das sind schon eine ganze, ganze fucking Menge Zeichen, die du eingeben musst, damit du jedes Buch mindestens einmal rein zufällig geschrieben hast. Deswegen, also solche Sachen wie unendlich, sollte man nicht zu leichtfertig benutzen. Unendlich ist wirklich ein sehr großer Raum. Klappe. Aber ich bin froh, dieses Überspringen der Frames durch Codierverzögerung war echt nur bei der einen Folge. Ansonsten ist halt immer null. Dann muss ich dann wieder OBS in dem Moment ein bisschen verschluckt haben oder sowas. Oder keine Ahnung, das Spiel. Wobei, das Spiel hat eigentlich keinen Einfluss darauf. Aber ich bin auch so mit der Gesamtperformance von dem Spiel echt zufrieden. Also hier und da mal ein Stocker, ja, ist richtig. Aber ansonsten ist das eigentlich also völlig spielbar. Ja, jetzt gerade zum Beispiel dieser Mikroruckler, ne, sowas kommt halt vor. Aber ist halt super selten auf der einen Seite und zum anderen auch bisher noch nie irgendwie. Oh, auf einmal ist der Ring vorbei. Vor allem auch nie so, dass es irgendwas unmöglich gemacht hat. Oh, Ham Sandwich oder wie das Ding heißt. Können wir mal mitnehmen. So häufig finden wir die Dinger ja nicht. Die brauchen wir, glaube ich, für Antibiotika oder sowas. Entweder Antibiotika oder Vitamine. Eins von den beiden. Alter, wo geht die Reise hin? Boy. Mit durch die Walachei. Die Frage ist, ein Sammelplatz müsste ja ein Haus sein oder so, ne? Ist ja nicht, dass jetzt einfach irgendwie random, ne, also Sachen, die wir ausgraben, sind da wirklich immer mitten in der Walachei. Aber so Abholstätten sind eigentlich immer richtige Häuser. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir jetzt irgendwo in der Stadt gleich landen. Oder ein etwas abgelegeneres Haus.
Fahrrad? Da. Hör mal auf, hier wegzurutschen, ey. Was sind das für Manieren? Tja, ich glaube mal, die Mission schaffen wir noch. Wobei es sogar fraglich ist, ob wir die schaffen, zurückzubringen. Weil ich meine, es ist jetzt schon fast 16 Uhr. Ist die Frage, wie lange wir brauchen für die Mission an sich, was es für eine Mission ist. Naja, und dann müssen wir auch wieder zurückkommen. Mal gucken, ob wir das schaffen, bevor der Händler geschlossen hat, also vor 22 Uhr. Oder ob wir da schon mitten im Blutmut sind, ehe wir zurück sind. Oh ja, ist wirklich eine richtige Stadt. Lol. Ist eine richtig fucking Stadt. That's not bad. Zum Glück haben wir nicht die 1,3 Kilometer Mission genommen, ne? Ich meine, gut, wir waren dabei auch noch ein bisschen in die andere Richtung unterwegs. Wir waren ja noch diese Luftfrachter abholen. Darf man auch nicht vergessen, so zeitmäßig. Von daher könnte es zeitmäßig sogar passen, dass wir es wieder hin und zurück schaffen. Aber wie gesagt, die Frage ist, wie lange wir für die Mission an sich, also für den Aufenthalt dort an sich brauchen. Was uns da bevorsteht. Einfach rein, Päckchen holen, raus. Oder erstmal rein und 300 Zombies bekämpfen und dann wieder raus. Naja, oder rein, 300 Zombies bekämpfen und dann noch 3 Stunden Paket suchen. Was ist denn hier? Alter, wie lange baut die Stadt auf? Oh! Das ist eine. Ui, gibt's hoch. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, hier müssen wir mal hin. Das sieht ja sehr geil hier aus. Richtig Hochhäuser da hinten. Ist also definitiv eine größere Stadt. Über dieses Knallen, Alter. Über diese Gebäude auftauchen. Ui. Und das wäre im Umändern von Objekten. Dieser Wasserhydrant da gerade war davor noch eine Poststelle. Hey, was ist mit dir los? Ich wollte nur mal Fahrrad abstellen. Boah, immer her damit. So, wir müssen mal versuchen, ein bisschen hinne zu machen, weil wie gesagt, die Zeit spielt gerade ein bisschen gegen uns. Aber jetzt warten. So, erstmal aufwecken hier. Okay, geht's nicht weiter? Da müssen wir wohl hoch. Wie sieht's hier aus? Weil die weißen Dinger sind natürlich alles fallen. Da müssen wir natürlich aufpassen. Los, fall rein. Haha. Oh. Obwohl ich hätte ihn hier auf die weiße Platte locken können, ne?
Na egal. So, jetzt weiß der Ziel ist tatsächlich unter mir. Auch noch einer? Ich komme hier auch schon ein Doppelpack, Alter. Einer von denen reicht halt völlig so. Okay. Ich schätze mal, wir müssen wieder rein. Die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Das muss ja hier irgendwo sein, oder? 16 Meter. Verwirrt. Ist hier für eine Wand oder was? Ach da! Jetzt ging einfach hier draußen rum. Wie lol ist das denn bitte? Ich hätte das bei der gesamte Haus aufeinander gestellt, auf den Kopf gestellt. Da liegt die Ding einfach draußen rum. Ja, moin. Ist mir auch noch nicht passiert. Gut, ich werde das Spiel auch noch nicht so lange. So, die vier Dinger. Die will ich mal abklappern. Alter, wie nebelig das gerade wird. So, dann lesen wir mal. Oh, die Hälfte davon kennen wir schon. So, dann ab zurück. Und da ich nicht weiß, wohin die Straße lang geht, fahren wir einfach wieder mitten durch die Walachei. Geht doch am schnellsten, wenn wir mal ehrlich sind. Oh, so viele Baumstumpen, ich will jetzt alle mitnehmen. Oh, vier! Alter, was geht denn hier ab? Aber hätten die alle Honig gehabt, so rein zufällig? Oh, hier ist noch einer. Alter, was geht denn hier ab? Achso, weil hier so eine Holzfabrik ist, ne? Ja. Okay. Oh, geil, Alter. Hallo? Ja, danke. So, geht's hier dran vorbei? Ja. Hat der volle Drecksnebel, hier was denn los? Die Frage, was ist aktuell näher? Ne, okay. Das hier ist doch näher. Da gerade schon, soweit wie wir weg sind, könnte es sein, dass das unser altes Haus näher ist. Wobei wäre trotzdem blöd gewesen, erst da lang zu fahren, weil hätten wir die Quest auf jeden Fall nicht mehr zurückbringen können, rechtzeitig. Und ich weiß nicht warum, aber ich will sie noch vor dem Vorende des Tages zurückbringen. Macht zwar wahrscheinlich keinen Unterschied, da wir die Vollmond ja eh damit verbringen, den Blutmond, unsere Sachen zu holen und damit das sowieso eher irrelevant ist. Ganz volles Netz, das Vogelnest überfahren, also übersehen. Einfach dran vorbeigefahren. Wetten, da war ein Ei drinne? Das werden wir nie herausfinden. Schon wieder eins. Alter, man sieht Dinge immer. Erst hat man Nebel im Gesicht, dann hat man irgendwelche Baumäste im Gesicht. Schon wieder übersehen, Spaß. Oh, siehst du, direkt Eier. Ja. Verdammt ich nochmal. An diesen, diese Tasche. Hm, oh, die Tische. Auch nicht schlecht, by the way.
Ach ja, wir haben einen Booster. Aua. Und rasen erstmal voll gegen den nächsten Baum. Alter, was hast du hier für ein Dreckswetter? Na, wobei Booster hin oder her. Wir verbrauchen Tropfen mehr Nahrung dabei, ne? Selbst wenn sich unser Experience schneller aufbaut. Boah, Alter, wie wir rumrasen, Alter. Was ist hier los? Alter, wo geht's hier in die Ruhe? Alter. Also hier hinzu sind wir einmal anders gefahren, oder? Ist ja hier eine richtige BMX-Strecke, Alter. Was geht denn hier ab? Auf jeden Fall schaffen wir es noch rechtzeitig. Ist nicht mal 20 Uhr. Ja, moin. Alter, man sieht halt hier gar nichts mehr. Holy fuck. So was habe ich auch noch nicht erlebt. Bogenschießen für Ranger. Nicht gerade ein Raketenwerfer, aber für erst okay. Fertige Sprengpfeile und Sprengbolzen. Oder getippte Klingenmod Chance, einer gewöhnlichen Angriff eine blutende Wunde für zu verursachen. Ja, aber Messer tun. Messer haben wir nicht so sehr, oder? Nichts wirklich. Achso, gut, das haben wir bereits gelesen. Dann also doch das Ding. So, was hast du denn so im Inventar, mein Freund? Wildbrat, ein Topf. Für 400. Oder das Ding. Oh, Alter, so gute Sachen, aber so teuer. Das ist nicht gut. Oh, Alter, voll die guten Sachen gerade im Angebot. Oh, Alter, okay, das ist heftig. Oh, ein Amboss hat er auch. Ein Amboss ist auf jeden Fall wichtig. Den werde ich mal auf jeden Fall nehmen. Ja, ansonsten so nicht nur. Danke. Danke. Steak mit Kartoffeln. Die bringt 50 jeweils. Alter, was hat er hier gerade für gute Sachen? Fischtaco. Bringt auch 46. Alter, was hat der hier für Sachen gerade im Angebot? LOL. Lecco mio. Meine Güte, wir müssen nie wieder hungern. Was hast du sonst noch so? Bauplan Aufschlagzünder. Auch sehr geil, aber leider auch sehr teuer. Hol ich das oder hol ich das nicht? Ich würde es erstmal nicht holen. Eiserne Feueraxt 4. Leider aber für 5000. Ah, fuck. So gern wie ich sie auch hätte, das eine Level Up von 3 auf 4 für 5000. Ist mir nichts. Das ist wieder doch ein bisschen zu teuer. Oh. Boah, achso, nee, 10.000, vergiss es. Never mind. Ja, komm, let's go. Kann nicht schaden. Ja, nee, also. Einzige, was halt noch geil wäre. Aber wie gesagt, das ist mir zu teuer. Nee, so passt es schon. Habe ich jetzt eine Aufgabe bekommen von ihm? Nee, ne? Nö. Abholen, abholen. I've got just the task for you.
Ja, let's go. Machen wir aber erst nach dem Blutmond. Ja, dieser beginnt nämlich schon gleich. So, jetzt heißt es, wie gesagt, einmal zurückfahren und die satt essen. Und dann in der nächsten Folge, beziehungsweise satt essen mache ich auch schon in der nächsten Folge. Ja, dann machen wir die Radtour. Durch den Blutmond. Digga, das wird so geil. Ah, außer wir bleiben überall hängen. Oh, ernsthaft? Was ist das für ein Alpha-Wand hier? Jürgen. Dann bis zur nächsten Folge, dem ersten Blutmond. Das wird ein Spaß. Hey, hey, hey. Ja, bis dann.